Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte es für mit Facecam machen, habe mich aber dennoch entschlossen. Wir haben mal hier kurz die Formel 1 zu. Nicht nur als Fahrer erleben, sondern auch als Besitzer eines brandneuen F1-Teams. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. Ja, okay, wir müssen ziemlich vieles einstellen und das dachte mir, werde ich auch mal so ein bisschen durchgehen. Unter anderem brauchen wir nämlich Sponsoren. Wir brauchen vieles brauchen wir. Also wir brauchen hier unter anderem einen Teamnamen. Das war nicht mal so einfach zu machen. Also wirklich. Einen Teamnamen hier. Ja, und ich habe mich dann für IT2 Racing entschieden. Das passt ja auch zu unserem Channel. Die Farben werden dann auch klassisch unserem Logo angepasst. Grün, Türkis, also so Mercedes-Türkis und dann noch ein bisschen Rot. Abonniert gerne mal den Channel kostenlos. Es wird jetzt jeden zweiten Tag eine MyTeam-Karriere geben. Also zweimal die Woche mit Dienstag und Donnerstag. Und ja, später werden wir dann auch noch reacten auf ein Video. Wir müssen uns hier mal der Frage stellen, was trauen wir uns zu? Also wir dürfen hier einen Motor auswählen, Sponsorenauswahl. Also nein, nicht den Motor. Wir müssen uns einen Sponsor auswählen. Ich werde mal den 4,6 Millionen nehmen. Habe nämlich zuerst nicht gesehen, dass man noch weiter rechts rüber gehen kann. Und jetzt habe ich mir mal den 4,2 genommen. Will aber ehrlich gesagt einen guten Motorlieferant, den wir uns... Ja, Jeff erklärt das hier im Hintergrund. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, aber das höre ich mir nachher nochmal an. Ja, wir werden heute auch das erste Rennen fahren, nur 25%. Weiß nicht, ob ich dann die restlichen 50% fahre oder nur 25%, das weiß ich nicht. Morgen das Karriererennen werden wir auf jeden Fall noch auf 25 mit der Formel 2. Am Freitag geht dann unsere normale Formel 1 Karriere los mit einem speziellen neuen Team. Honda war mir klar, auf keinen Fall will ich Honda. Renault, keine Ahnung, die sind auch nicht so gut. Warum Ferraris bester Motor gerankt wird, war wahrscheinlich der Patch. Also das kommt dann erst beim Patch. Wir nehmen uns Mercedes, weil das sind das so und so die Besten. Und wir kriegen jetzt eigentlich noch das gute Mercedes-Aggregat für den billigeren Preis und deswegen nehmen wir auch Mercedes. Sind jetzt nur noch 800 plus. Ein Youngstar, also ein junger Fahrer aus der Formel 2. Wir kennen eigentlich so gut wie alle. Und ja, Rakotun, Mazepin, Joel, Correa und weiter hinten kommen dann noch mehr, auch erfahrenere, die dann noch 1,5 Millionen kosten. Ja, das ist halt so, müssen wir halt mal eingehen. Ilott hier zum Beispiel, Jordan King, Jack Aitken und auf den habe ich mich auch so ein bisschen festgebissen. Er hat das beste Wert, die beste Bewertung, ist aber auch am teuersten. Dachte mir zuerst vielleicht so einen, aber Raka Ui oder wie der heißt, dieser Inder, der hat nur ein 49er Rating und Jack Aitken, ja, ist mir... Tut mir leid, Boss. Okay. Die Rechnung geht nicht auf. Wir müssen entweder die Kosten für Motor... Die Rechnung geht nicht auf. Wir müssen uns einen besseren Sponsor suchen, weil ich will nicht von dem Fahrer weggehen und auch nicht von dem Auto. Wir müssen nämlich eine halbe Season jetzt mal mit dem fahren. Und hier ist es eigentlich nur, wir müssen nur 25 Konstrukteursweltmeisterschaftspunkte holen und bekommen dafür 5,2, also eine Million mehr als wie mit dem anderen Vertrag. Und ich denke mal, das sollte schaffbar sein, 25 Punkte. Da bleiben uns sogar noch 300.000 übrig, die mir vielleicht in irgendwas anderes oder einfach mal das Start Kapital für unser Team nehmen können. Wir haben hier, fahrertechnisch habe ich diesmal nicht Michael Schumacher genommen, weil mit denen fahre ich meine normale Karriere. Also auch die normale Karriere wird mit Michael Schumacher gefahren und hier die wird mit einem Jüngeren gefahren. Gut, Lackierung wird ziemlich interessant werden. Wir müssen nämlich, oder ich möchte meine Lackierung natürlich ein bisschen unseres Kanallogos anpassen. Ich möchte so ein bisschen im Zeichen von IT2 hier fahren. Oder IT2, wie ihr halt gerne sagt. Ja, wir brauchen mal eins natürlich, was mit drei Farben funktioniert. Und da habe ich mir das hier ausgesucht, das Tristar Standard. Ich könnte auch mit einem Schumacher Edition oder 70er Jahre Edition fahren, aber das funktioniert halt nicht. Da darfst du die Farbe nicht ändern. Deswegen werden wir hier unter anderem mit dem Tristar Standard fahren. Und ja, hier habe ich mir überlegt, so ein Türkises Hauptfarbe, weil das ist auch so von unserem Ei, die Farbe. Dann so grün und rot ist auch so, sind so kleine Akzenten drin. Sponsoren werden wir dann auch noch nach und nach dazu bekommen. Ich glaube nach dem ersten, oder jetzt dürfen wir uns einen Sponsor aussuchen. Nach dem ersten Rennen dürfen wir uns einen nach 5, nach 15 und nach 20. Hier ist unser Logo. Das spiegelt auch wieder unsere Namen wieder. Das grüne J für meinen Bruder, das T für mich. Und ja, das Zahnrad natürlich auch für die Arbeit so ein bisschen, also auch alles so ein bisschen auf 3D. Finde ich ziemlich cool, die drei Hauptfarben werden sein, rot, türkis natürlich und oder dieses bläuliche, keine Ahnung wie ihr es sehen wollt und natürlich grün. Das sind, oder weil, ja, so grünlich. Das sind so unsere drei Hauptfarben. Werden wahrscheinlich auch am Thumbnail so ein bisschen drauf sein. Die werden wir einfach komplett hier einbetten.
Und ich finde das ziemlich cool. Wie findet ihr das Logo, das Autodesign? Schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und wie gesagt, abonniert gerne auch kostenlos. Jetzt kommt jeden Tag eigentlich Formel 1 bis die nächsten zwei Wochen oder so. Unsere Schwierigkeit, wir werden auf Standard fahren, werden hier... ich habe zuerst mal mit 95 begonnen, habe aber dann bei den Trainings gemerkt, 95 ist zu wenig. Ich war da wirklich eine Sekunde oder 96 bin ich hier gefahren. 96 war zu wenig. Ich war da wirklich teilweise eine Sekunde, eineinhalb schneller als Etiken. Und dann habe ich das aber vor dem Rennen nochmal raufgedreht. Also wir fahren auf Simulation, natürlich Safety Car. Hoffentlich kommt es irgendwann mal. Rennbeginn ist unterstützt. Und ich möchte auch nicht Erster werden. Das ist auch nicht mein Ziel, dass ich in der ersten Season Weltmeister werde. Ein Team baut sich mit harter Arbeit auf und Jera. Oh mein Gott, könnt ihr ihn? Er ist Will Buxton, bitte. Also hören wir uns das mal an. Und los geht's in 5, 4, 3. Hallo zusammen und Grüße aus dem Hauptquartier des neuesten Teams in der Formel 1. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der möglicherweise aufsehenerregendsten Teilnahme in der Formel 1 seit vielen Jahren. In den letzten 10 Jahren gab es immer wieder viele neue Teams in der Formel 1, darunter Manor, Caterham, HRT und natürlich Haas. Einige davon waren erfolgreich, einige sind mit anderen Teams verschmolzen und manche sind komplett verschwunden. Was allerdings diesen Rennstall von den anderen unterscheidet, ist, dass der Besitzer auch selbst der Fahrer ist. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 zwar schon öfter. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill und Bruce McLaren saßen alle am Lenkrad ihrer eigenen Wagen. Aber heutzutage ist so etwas wirklich extrem selten. Und eine weitere Besonderheit ist, dass nicht nur das Team zum ersten Mal in der Formel 1 an den Start geht, sondern auch sein Fahrer und Besitzer. Egal, so, da kommt die erste Frage. Passiert. Sie haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Es ist allerdings eine Mammutaufgabe, ein Formel 1 Team zu leiten. Ja, ich meine, ist ziemlich cool. Ich meine, wir fahren in der ersten Jedes Season. Jedes Team braucht bekanntlich zwei Fahrer. Aber was genau hat Ihren Teamkollegen für Sie attraktiv gemacht? Ja, mir war es auch wichtig, hier die fairsten Antworten wie möglich zu benutzen. Und ich möchte natürlich unser Team nicht gleich als Asi-Team darstellen lassen oder so. Ich möchte natürlich, dass wir so ein bisschen als sehr professionelles Anfängerteam, so wie Haas, dastehen, aber mit besseren Fahrern. Niemand landet gerne am unteren Ende der Tabelle. Welches Team würden Sie gerne schlagen? Ja, und da wollte ich auch nicht zu hoch stapeln und dachte mir so, ja, ich meine, wenn wir die Williams schlagen könnten, vielleicht sogar die Haas oder Alfa Tauri, wäre das schön, aber ich meine, das ist halt nicht so die Priorität. Wir müssen jetzt mal aufbauen und die Williams zu schlagen wäre super. Was glauben Sie, wie der Wagen sich auf der Strecke anfühlen wird? Ja, das, ich meine, keine Ahnung, wie soll ich das denn wissen? Die Mehrspielautos waren eigentlich auch in Formel 1 2019 immer cool zu fahren und ja, ich habe mir dann diese Antwort hier genommen, das ist eigentlich egal. Die anderen Teams haben alle jahrelange Erfahrung, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Wie planen Sie, diesen Vorsprung auszugleichen? Gut, aber ich meine, Alfa Tauri ist theoretisch in der ersten Season, Haas ist jetzt auch nicht das Überfliegerteam, also Vorsprung auszugleichen. Ich meine, ich habe hoffentlich da die besten Antworten genommen und ja, ich glaube, das war's dann auch schon mit dem Überholen ist bei diesem Sport sehr wichtig. Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie mit Ihrem Wagen jede Chance, die sich Ihnen bietet, nutzen? Man muss jede Chance nutzen, ist ja klar. Und zu guter Letzt, auf welche Ihrer neuen Abteilungen sind Sie am stolzesten? Ja, und da war mir auch ganz, ganz klar, ich will das Aero nehmen. Und Motor und Aero sind so die wichtigsten Sachen, finde ich. Mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, Sie allen wiederzusehen und zu sehen, wie sich dieses neue Team bei seinem ersten Grand Prix schlagen wird. Und... Schnitt. Finde ich auch ziemlich cool, dass sie da den Motorjournalisten oder Motorsportjournalisten Will Buxton reingebracht haben. Ich bin auch ein Riesenfan von ihm, habe mich auf Twitter abonniert. Und hier haben wir so ein bisschen die Einrichtungen. Hier gibt es Aero, Chassis, Personal und so weiter. Und das ist halt alles noch sehr, sehr primitiv, muss man sagen. Das ist so unser Windkanal. Und der kostet zum Upgraden 5 Millionen. Nur mal so, um die ganze Summe hier zu sehen, dass wir dann einen halbwegs besseren Windkanal haben. Man kann auch jetzt ein bisschen immer vorspulen. Das finde ich auch ziemlich cool, weil man kann ja dann upgraden und sieht dann gleich, ob das Upgrade funktioniert hat und so weiter. Also das habe ich ziemlich cool gefunden. Ich habe dann auch gleich mit den Upgrades gestartet. Wir starten gar nicht so weit hinten mit unserem Team. Wir sind drittletztes Team. Und chassistechnisch, oh mein Gott, da fehlt jetzt alles. Und ja, Bauzeit und so weiter, man kann alles verkürzen, natürlich mit dem nötigen Kleingeld. Hier ist unser sehr, sehr
einfacher Simulator. Schaut so ein bisschen aus wie so amateurmäßig. Man kann sich dann ein Fitnesszentrum, 1 Million kaufen, Analysezentrum, natürlich den Simulator an sich. Das wird auch eines der ersten Sachen sein, die wir unseren Jack Atkin hier kaufen werden. Und natürlich auch uns, also es hilft uns auch weiter. Es gibt auch jetzt Fahrer-Ratings, auf die wir ja schon mal reagiert haben. Die werden wir unter anderem auch ein bisschen nachher später noch ansehen. Wir könnten uns theoretisch auch Lewis Hamilton kaufen, wenn wir das nötige Kleingeld natürlich haben. Und hier nach 2, ich keine Ahnung, was das 2 bedeutet. Achso, nach 2 Wochen, okay, kann man sich einen neuen Sponsor. Wir nehmen jetzt 215.000 die Woche ein und wird ziemlich interessant werden. Ja, die ersten Sachen haben schon funktioniert. Hier haben wir jetzt die Autovorstellung. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Ja, schon ziemlich sexy hier, dieser Carporn. Schaut sehr, sehr nice aus, unser Auto. Ich bin mega hyped drauf und ich hoffe, ihr auch. Ihr unterstützt uns hoffentlich auch. Ich möchte das nämlich ziemlich groß aufziehen. Ich möchte wirklich mindestens 5, 6 Seasons fahren. Vielleicht bleiben wir wirklich auf 25%. Und vielleicht kommt das dann auch daily oder so. Ich weiß noch nicht genau. Wir werden jetzt mal so 1-2 Monate das so durchmachen. Mit normaler Karrierefahrer. MyTeam, ich finde auch, MyTeam hat mehr Zukunft als die normale Karriere. Weil die normale Karriere ist halt das, was jeder kennt. MyTeam, du musst dein eigenes Auto, dein eigenes Team aufbauen und darfst halt auch nicht wechseln oder so. Du kannst deine Designs ändern, deine Sponsoren ändern, dein Image ändern, deine Fahrer ändern. Du kannst einfach alles machen. Es steht einfach alles offen und das ist einfach so das Großartige hier. Ich hoffe, die Intro hat nicht ganz allzu lange gedauert, das Ganze einstellen und so weiter. Nächstes Mal werden wir direkt in Bahrain starten, natürlich am Donnerstag. Morgen werden wir mal in der Formel 2 wieder weitergehen. Dann wird es mal wieder weitergehen in der Formel 2. Wir werden auch unseren Weg in die Formel 1 und weiter bahnen. Hier haben wir das Büro. Auch mit unserem Logo, mit den 3 Hauptfarben, finde ich wunderschön. Und man kann jetzt alles upgraden. Auch das hier kann man upgraden. Und so am 12. ist es dann soweit. Dann wäre es endlich soweit. Und eins, zack, der große Preis von Australien, Melbourne. Der wäre auch bei uns gewesen. Aber ja, wie das so will, Corona hat das Ganze so ein bisschen eingedämmt. Hier haben wir Jack Atkin, der Brite und der Österreicher. Wir zwei in einem Team. Hier haben wir auch so das, die Teamanerkennung, unsere Ratings. 10% hat er, wir haben 2%. Und 12 haben wir insgesamt an Anerkennungsnachwuchs. Und ich glaube auch, wir werden da eher der Fahrer sein, der da was rausreißen muss. Weil, ja, ich hoffe natürlich, unser Youngster kann hier was. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. So Leute, und hier haben wir die Küste von Australien, Melbourne, um genauer zu sein. Zum großen Preis vom Rolex Austria Grand Prix, Australian Grand Prix, sorry. sind wir nun hier angereist. Geht der im Wasser? Mein Gott, er ist Gott. Okay, gehen wir mal kurz zurück. 5,3 Kilometer, 16 Kurven. Der Albert Park ist natürlich hier eine, ja, normale Straßenstrecke, wie man so will. Sie wird nur für die Formel 1 umgebaut. Rund um diesen künstlich angelegten See. Ich finde sie coole Strecke und finde natürlich auch den ganzen neuen MyTeam-Modus sehr, sehr genial. Und ja, das war gestern schon mal ein Qualifying, das man sich ansehen konnte. Ich habe auch die Qualifying-Runde außen vor gelassen. Wir haben uns gut qualifizieren können. Schauen wir mal, wo wir uns qualifiziert haben. Ja, die ersten Tests liefen ziemlich gut. Bin ich aber auch auf 95 gefahren. Bottas und Hamilton von 1 und 2. Ich habe alles gegeben im Qualifying. Alex Albon und Leclerc dann von 3 und 4. Albon noch sehr, sehr gut. Verstappen, Sainz, Perez. Dann schon wir auf 8. Wir haben von irgendeiner Strafe profitiert. Ricardo, Raikkonen, ich habe mich mit 9 qualifiziert. Norris, Kvyat und hier haben wir schon Vettel mit einer 10-Plätze-Strafe. Giovinazzi, Stroll, Gasly auf 16 mit dem Alfa Tauri, Magnussen, Ocon, Grosjean, Atkin. Hier war es eigentlich schon vorbei. Und da haben wir nochmal die 2 Williams, Russell vor Latifi auf 21. Wir sind jetzt 22 Fahrer wieder, ähnlich wie 2000 und... Lass mich mal nachdenken. Ich glaube, das war das letzte Mal 2013, 12, 13, 14, irgend sowas war es. Da waren es noch 22 Fahrer, sprich auch 11 Teams. Jetzt halt nur noch 10, jetzt wieder 22 dank uns. Wir haben ja unser eigenes ITU Racing Team gegründet. Hört ihr dieses? Dum, dum, dum. Das ist ein Anzeichen des neuen Overlays. Es gibt jetzt einen
einen Ton. Und schau mal, wie gut man startet mit dem Overtake-Button. Ich bin gut weggekommen und dann dank des Overtake-Buttons auch noch viel, viel besser weggekommen. Wir kommen neben Verstappen in die erste Reihe, verkeilen uns aber leider ein bisschen. Und er hat dann einen ja, kürzeren gezogen, will ich nicht sagen, aber er hat nicht nachgegeben und konnte dann nur über das Gras ausweichen. Wir sollen uns das natürlich nachher nach dieser ersten Runde nochmal in der Replay an. Aber ich glaube mal nicht, dass ich da ehrlich gesagt schuld war, weil wir waren beide nebeneinander. Ich war einen Ticken weiter vorne und hier Leclerc und Hamilton nebeneinander und wir sind hier an einem Ferrari vorbei, Leute. Von 8 gestartet sind wir hier auf dem 4. Platz und alleine wenn wir das ins Ziel retten, würde das schon bedeuten, wir haben fast die Hälfte dieser erwarteten Punkte, die wir für unseren Sponsor brauchen. Das wäre natürlich megamäßig, wenn wir das wirklich auch schaffen könnten. Dann bekommen wir auch, habe ich gerade, Bonuszahlungen von den Sponsoren, wenn wir unsere Ziele erreichen. Und das ist natürlich wunderbar, das würde uns richtig in die Karten spielen. Das Ding ist halt, wir können hier einfach nicht mit dem Top-Team mithalten. Wir sehen es auch hinter uns, Leclerc holt die ganze Zeit auf und auch Hamilton, der zieht jetzt hier schon weg nach der ersten Runde. Wir sind jetzt schon fast eine Sekunde hinten und Leclerc nur 0,3 hinter uns. Also das wird alles andere als easy werden, die ganze Season. Wir haben auch Zandvoort und Hanoi, das sind zwei extreme Strecken, also wirklich. Zandvoort eine Hardcore-Strecke, auch Hanoi nicht die einfachste, also Hanoi überhaupt eine hundsmiserable, schwere Strecke. Also ich bin nicht der größte Fan von Hanoi und wir werden gleich hier von, wir hatten einen schlechten Turn 16 Exit und bin hier direkt ganz, ganz nah an Leclerc dran. Das war, oder erst ganz, ganz nah an mir dran natürlich. Also das war sehr, sehr schlimm. Und hier haben wir die Start-Ripple noch, Mann. Der P4, also der P8-Platz war schon ziemlich gut, aber der Start an sich, also keine Ahnung, was Sainz gemacht hat, der ist ja gestanden. Wir sind so perfekt vorbeigekommen. Ich freue mich dann auch, wenn der erste Patch endlich rauskommt, wenn dann die Fahrer designs. Ja, wir haben uns hier verhakt. Er konnte nicht mehr weglenken und musste da durchs Gras gehen. Das ist natürlich schade für ihn, aber das, da tragen wir eigentlich keine Schuld dran. Auch hier wunderbar haben wir uns neben dem Ferrari gesetzt und einfach schön überholt. Muss ich zugeben, das war ein gutes Überholmanöver und wird auch eins, ja, der einzigen sein, weil vorne können wir nicht überholen. Also wir sind es hier schon. Hamilton schon 5,8 Sekunden in der 5. Runde weg. Der zieht weg. Wir sind, ja, keine Ahnung. Leclerc ist irgendwie, hat irgendwelche Probleme. Der ist ganz nach hinten durchgereicht worden. Ihr seht es auch unten links vielleicht. Der ist von Sainz zuerst, dann von Ricciardo und dann, und hier rechts auch, das ist auch neu, das Boxen-Stop-System. Also hier ist auch das Powerplay BBT, das haben sie bei AWS, das haben sie auch eingebaut bei Amazon. Das finde ich ziemlich cool. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil dann zeigen sie dir auch visuell nochmal an, wie, was, wann das Boxenstopp-Fenster offen ist. Vielleicht werden wir uns auch die nächsten Tage das HUD angucken. Ich habe auch geplant, das nächste Rennen hoffentlich dann mit Facecam zu fahren. Und vielleicht machen wir dann den kleinen Switch immer einmal mit, einmal ohne. Und das würde ich ziemlich feiern. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das habt oder ob euch das so genauso gefällt. Das würde mich natürlich interessieren. Hier komme ich sehr, sehr, ja, schon schleppend aus der letzten Kurve raus. Wir kommen mit Sainz in die Box rein und es geht hier zum Boxen. Da oben auch Boxengasse und so weiter. Das ist alles neu und alles, ja, das ganze Oberlicht, das ganze HUD haben sie überarbeitet. Rechts, wie gesagt, das habe ich auch schon im Karrieremodus gestern angesprochen. Einfach nur megamäßig gut gelungen. Das Ding ist halt, man sieht hier keine Ampel mehr, weil das, dieses Würfel von Boxengasse direkt vor der Ampel ist und das ist halt ein bisschen schwierig zu sehen. Trotzdem, wir kommen hier ganz, ganz knapp vor Ricciardo raus und das haben wir jetzt auch bis zur 8. Runde hier gehalten, also eine Runde später. Die ersten sind in der Box. Mir war es auch klar, dass wir keine der beiden Mercedes bekommen. Mir war es ehrlich gesagt, ich habe nur gehofft, dass ich vor den anderen rauskomme, also ja, dass ich halt vor Ricciardo rauskomme und vor Sainz, aber die sind ja glücklicherweise eben mit mir in die Box gefahren. Ricciardo Sainz durch die Box überholt, ist ja gut, also der hat ihn da ein bisschen undercutet. Ricciardo eine Runde vorher reingekommen, Sainz danach und das hat ihn dann die Zeit gekostet. Ja, ich habe mir das erste Rennen ein bisschen anders vorgestellt, dachte mir ehrlich gesagt, wir werden eher mit Williams so um den letzten Platz kämpfen. Wir fahren hier auch, ich glaube, 98 fahre ich hier und ja, das ist eigentlich ziemlich entspannt. Wir sind viel, viel besser als unser Teamkollege, der ein bisschen weiter hinten herum cruist. Da hinten wird es gelb, da rollt ein hellblaues Pünktchen oder hell, ja, so gräuliches Pünktchen aus. Keine Ahnung, wer da draußen ist. Es ist George Russell. Ja, unser Teamkollege, glaube ich, hat sogar den Platz gut gemacht mit Russell, der ein bisschen hier, ja, keine Ahnung, schlecht ist. Wir sind in der 13, also
in der 12., jetzt 13. von 15 Runden. Und es hat sich nicht viel geändert. Wir haben immer so 1,8, 2,2 Sekunden, so irgendwie in dem rum auf Ricardo. Jetzt wieder 1,8, aber dann habe ich hier wieder den Overtake-Button. Ich wollte auch so ein bisschen auf die schnellste Rennrunde hinarbeiten, aber da dachte ich mir schon, dass das nichts werden kann. Und ja, das ist halt einfach so. Wir müssen uns raufarbeiten und es ist halt wichtig, dass wir hier schon mal Punkte sammeln. Also unser Teamkollege leider nicht, aber wir sammeln Punkte. Da hinten ist schon wieder gelb. Das ist, glaube ich, diesmal ein Red Bull sogar, weil das ist so dunkelblau wie Albon da auf dem zweiten Platz. Das könnte Verstappen sein. Das könnte, glaube ich, Verstappen sein. Ja, das wäre nicht schön, weil das würde dann noch mit sich ziehen, dass vielleicht bei dieser Startkollision oder bei dieser Berührung beim Start wir dann ein bisschen mehr schuld waren, als ich geglaubt habe vorher. Ich weiß zwar nicht, also ich glaube nicht, dass wir... Zack, hier haben wir Russells Ausflug. Wollte ich schon sagen, seinen Ausfall. Er hat schon den Rainbow Halo, aber ich glaube, die hatten ihn auch schon bevor Corona kam. Also die hatten das We Race S1 oder so schon vorher. Und hier ist er dann ausgeschieden mit einem Motorschaden. Im ersten Rennen ist natürlich bitter und hier haben wir, auch Motorschaden. Alter, was ist denn los? Der Honda mit einem Motorschaden, das ist natürlich nicht schön. Und da können, glaube ich, wir nichts für. Also ich glaube nicht, dass wir den Motorschaden irgendwie was dafür können. Das ist dann eher Hondas Schuld. Ja, ich habe hier ein bisschen vorgespult, Verstappen mit dem Ausfall. Ich meine, dass er da die Ideallinie blockiert, ist nicht ganz ideal. Aber ich meine, ja, er rollt ihn nur aus. Also da macht er eigentlich eh keinen was. Gut, wir sind in der vorletzten Runde und sind 2,2, komfortable 2,2 vorne. Hamilton 13 Sekunden vor uns. Also das ist wirklich einfach nur bombastisch, wie der Mercedes geht. Bottas mit der schnellsten Rennrunde. Ich habe auch probiert so ein bisschen. Grün im ersten Sektor, aber rot dann wieder im zweiten. Und ja, die Reifen sind schon langsam auch ein bisschen, ja, wo man sagt, die können wahrscheinlich jetzt nicht mehr die schnellste Rennrunde fahren. Hier komme ich auch immer mit einem Quersteher raus, aus dieser vorletzten Kurve, aus dieser, ich glaube, Kurve 14, 15, die ist richtig schlimm für mein Auto. Auch die letzte Kurve schaffe ich nie besonders gut. Und ja, wir sind auch hier in der letzten Runde, rot, hat nicht ganz gereicht für die schnellste Rennrunde. Und wenn ich dann zum Schluss nochmal gucke, wir sind mit dem Mehrspielauto ein Tick, also richtig langsamer. Ich bin schon ein paar Runden mit den normalen Autos gefahren. Die sind wirklich ein bisschen schneller. So, der vierte Platz, ich meine, was gibt's zu meckern? Ich meine, mit einem neuen Team sind wir hier gestartet in My Team. 98 Schwierigkeit und wir hauen hier einfach mal den vierten Platz raus. Sebastian Vettel wird Fahrer des Tages, also der Drive of the Day, der ja gewotet werden kann. Keine Ahnung warum, müssen wir uns jetzt nochmal kurz angucken, warum der Fahrer des Tages wird. Aber ich finde, wir haben es ziemlich gut gemacht, wirklich. Ich bin da wirklich sehr, sehr, also ich freue mich da drauf, wirklich. Ich freue mich auf die ganze Season mit euch natürlich. Würde es mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, bei uns bleibt und uns supportet. Bottas mit dem ersten Win des Jahres, ähnlich wie in unserer Karriere jetzt. Und ja, Albon auf 2, Verstappen draußen, das ist schon mal eine Ansage von Albon an Verstappen. Das ist Kimi, glaube ich. Ja, das ist Kimi auf dem 10. Platz. Holt sogar auch noch einen Punkt. Vielleicht sehe ich mir auch AT kennen. Wir haben auch einen Formel-2-Fahrer, einen sehr, sehr guten Formel-2-Fahrer in die Formel 1 gebracht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht auch Mick Schumacher zur Auswahl bekommen. Oder Nick de Vries, der ist auch letztes Jahr Weltmeister geworden. Habe auch gesehen, Antoine Hubert könnte man theoretisch nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus ethischen Gründen oder so, ob man den wirklich nehmen sollte, weil ich meine, ja, für alle, die es nicht wissen, also verunglückt letztes Jahr er ist tödlich verunglückt in Belgien, auf der Rouge gab es so diese Massenkarambolage und ich weiß nicht, ich hätte ihn nicht genommen, aber ich finde es natürlich ein schönes Tribut von Formel 1, dass sie ihn doch nochmal in das Game reingeben und ja, egal, kommen wir hier zurück. Ja, zwei Mercedes, ein Red Bull, die Ferrari, ähnlich miserabel wie in Wirklichkeit. Hier haben wir so eine Battle Pass, da sind wir jetzt auch schon in Level, in Level 4, 4, 5, das ist sehr, sehr gut. Und ja, ich kaufe mir das zwar nicht, aber man bekommt ja auch so eine Art Free Battle Pass, da bekommt man auch andere Sachen. So, und Vettel ist von 13 auf 8 gefahren. Ja, ist schon okay. Aber ich meine, ich hätte mir schon persönlich den schnellsten, also den Drive of the Day gegeben. Ich meine, wir sind mit einem neuen Team von 8 auf 4 gefahren. Ich finde das auch eine gute Leistung. Wenn ich hier mal so gucke, wir waren fast 2 Sekunden, also 1,6 Sekunden waren wir langsam. Etiken auf 18, auch sehr, sehr gut. Ich meine, nicht letzter, 4 Plätze vorm letzten Platz. Und ich glaube, wenn wir dann endlich mal nach und nach, oder wenn wir uns mal nach und nach Sachen kaufen, hören wir jetzt mal, was sie zu sagen hat.
Gönnt euch das. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Klasse, das war dann alles. So, und die Anerkennung steigt von allen, also von beiden. Auch hier Aitiken mit einer guten Steigerung. Wir sind auf 2 und ja, wir haben 4% und er 10. Er sieht ein bisschen aus wie George Russell, muss ich sagen. Das tut mir leid, wir bekommen noch 98.000 insgesamt. Ich 50-50 und er 50-40. Also das ist sehr, sehr löblich, muss ich sagen. Sehr, sehr gut von ihnen. Und das finde ich auch sehr, sehr nice. Hier haben wir nochmal den kleinen Überblick. Natürlich ist wieder mal 1 fehlgeschlagen. Das war mir auch irgendwie klar. Wir kaufen uns das nach und dürfen uns sogar hier noch ein Aero-Paket nachkaufen. Das ist auch wichtig für unser Team. Und auch wenn es ein bisschen länger war, die nächsten Male wird es dann hoffentlich kürzer. Keine Ahnung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch lieber ist. 25% dafür ein bisschen mehr, 50% dafür ein bisschen weniger. Also das ist halt so eure Entscheidung. Mit unseren fast Millionen, mit unserer fast Million können wir uns zwar leider nicht viel kaufen, aber das ist schon mal wichtig. Also die Million ist extrem wichtig, dass wir mal ansetzen können, irgendwo was zu verbessern. Also auch am Chassis, auch an der Herstellung und so weiter. Wir können alles verbessern, verleichtern und so weiter. Und wir sind auch hier nicht weit weg. Mit den F&E Baum sind wir nicht weit an AlphaTauri weg. Das ist auch sehr, sehr gut, wenn wir da anknüpfen an denen. Das Getriebe hat natürlich sehr, sehr gelitten. 25,2% im ersten Rennen. Ich denke mal, dass wir das ja im dritten oder so schon wechseln müssen. Das ist aber immer so, wirklich. Das ist immer, immer, immer so. Wir dürfen uns auch schon unseren ersten Konstrukteur hier aus, also unseren ersten neuen Vertrag aussuchen. Ich habe hier Pacifico genommen. Und ja, die dürfen uns auch endlich aufs Auto kleben. Und dadurch gibt es auch, ich glaube, 100.000 mehr im Monat. Also in der Woche gibt es 100.000 mehr von denen. Das ist natürlich ein guter Boost. Hier haben wir die Ratings so 94. Das ist, habe ich gehört, von den richtigen Leistungen der Fahrer abhängig, was für ein Rating die zurzeit haben. Also ist ein Fahrer in Wirklichkeit scheiße oder ist Aitiken in Wirklichkeit scheiße, kannst du hier mit Pech auch einen beschissenen Fahrer haben und ja, dadurch fluktuieren auch so ein bisschen die Preise. So habe ich das Ganze mitbekommen. Aber gut, ja, wir haben 247.000 eingenommen. 30.000 sind fix Kosten, die wir ausgeben müssen. Ist klar, für Reifen und so weiter, das müssen wir aber, das muss jedes Team ausgeben. So, hier haben wir unser Auto und hier habe ich so ein bisschen, ja, so diese ganzen, ja, wir haben eh nur 2 verschiedene. Aber mit der Zeit werden es immer mehr werden und dann müssen wir uns auch ein paar Plätzchen aussuchen. Für den, der am meisten zahlt, der bekommt einen größeren Banner, so wie hier. Der weniger bezahlt, ein kleineres Banner. Abonniert gerne den Channel kostenlos, falls ihr mehr von unserer MyTeam-Karriere sehen wollt. Später reacten wir dann nochmal auf ein Video von Gewitter im Kopf. Schaut auch gerne auf Instagram und Twitter vorbei, da gibt es auch immer wieder Infos. Und ja, für heute war es mal. Hier haben wir noch ein paar ja, Sponsoren dran geklebt. Und so sieht unser Auto dann aus mit den Sponsoren. Finde ich ziemlich schön. Finde ich aber auch blöd, dass es da nicht andere Bilder gibt. Ich hätte mir da vielleicht gewünscht, dass da vielleicht auch andere Farben, meine ich, gibt für die Sponsoren. Aber für heute war es mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein bisschen länger, aber trotzdem sehr, sehr spaßig. Bis zum nächsten Mal. Morgen kommt dann die normale Karriere. Bis dahin und ciao.